Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Sekiro Shadows Die Twice. Warum starte ich jetzt eigentlich hier? Stand ich nicht letztes Mal irgendwo oben? Ich bin verwirrt. Oder hat er das nicht komplett abgespeichert, wo ich war? Ich weiß es gerade nicht. Ich sehe da vorne nur ein Item herumliegen. Ich weiß aber, dass hinter mir auch noch Items sind. Das heißt, ich sollte eigentlich gar nicht zu weit nach vorne gehen. Das heißt, ich gucke eigentlich nur mal, wo hier vielleicht noch ein... Oh Gott, ein Speicher... Oh Gott, ein Typ mit dem Schild. Und ein Typ, der... Okay, kann man... Okay, wir sollten erstmal den Typen mit dem Schild machen. Oh, hinter mir ist was. Wow. Wow, zwei fette Bitch-Boys. Wow, zwei fette Bitch-Boys haben mich echt fertig gemacht. Die haben ganz schön was am Rücken, schaut mal. Boah, lass die mal drehen. So. Nein, ich hab... Oh, ich hab sterben gemacht. Ich Idiot. Ich wollte eigentlich wiederbeleben machen. Willkommen hier bei Sekiro. Wie gewohnt, am Anfang einer Folge gibt's erstmal einen Fail. Und auch während der Folgen gibt's ja auch noch ein paar Fails. Ah, göttliche Hilfe. Immerhin, das Spiel sagt zu mir... Alles nicht so schlimm. Du kannst nämlich auch da unten noch weitergehen. Da war nämlich auch noch ein Item. Deswegen nicht ganz unpraktisch, wenn wir jetzt hier starten. Und uns hier nochmal alles genauer anschauen. Ganz schön viele Hunde auf jeden Fall hier unterwegs. Okay, ein bisschen Gokans-Konfekt. So. Wenn wir jetzt hier unten weiterkommen... Haben wir da zum Beispiel so eine Statue? Oh Gott! Affen? Was für ein Affentanz? Oh! Mal schön erstochen, einfach nur um den Bonus mitzubekommen. Kaki, eine rote... Reife Kaki ermöglicht für begrenzte Zeit die Haltung, Erholung, auch bei Angriffen oder wenn man Schaden nimmt. Ashina Kaki sind besonders nahrhaft, vielleicht weil die Bäume in so reinem Wasser wachsen. Kaki werden zu Blut, aus Blut wird Reis. Dies kann Menschen helfen, denen es am Blut mangelt. Ah, Reis. Kaki werden zu Blut, Blut wird zu... Weil wir sollten doch der einen alten Frau Reis bringen. Okay, wo kommen wir hier hin? Es sieht schon wieder aus, als ob das eher der Weg in ein anderes Gebiet ist hier. Also weniger... Naja, das ist definitiv der Weg in ein anderes Gebiet. Und anstatt Hunde oder so gibt es hier Affen. Ich habe ja schon gehört, dass man den Senpo-Tempel schon teilweise früher erreichen konnte. Oh oh. Okay, welche Items bewacht ihr hier? Ein paar Ballons. Geistballons. Noch eine Kaki. Okay, das ist die Brücke auf der anderen Seite, denn da sehen wir ja diesen Dude. Check mal eben, ob man jetzt hier noch irgendwas machen kann. Sich hier langhangeln oder so. Zumindest fällt mir jetzt auf den ersten Blick nichts auf. Ich habe mich heute mal mit Arbeitskollegen unterhalten, die auch Sekiro spielen, auch jetzt intensiver gespielt haben, als einfach nur mal angedaddelt. Wir sind uns einig, dass Sekiro wirklich vom Schwierigkeitsgrad und von der Coolness mal wesentlich... geiler ist, auch als Dark Souls oder Bloodborne. Allerdings, wenn man halt dieses ganze Katana-Gedöns nicht möchte, nicht beherrscht, dann kann Sekiro sehr schnell sehr frustrierend werden.
Ich überlege, ob man jetzt hier irgendwo raufkommt. Und er sieht nicht so aus. Also man muss auf jeden Fall wirklich in diesem ganzen Gameplay des Spiels gut drin sein. Ich bin auch der Meinung, dass man da noch irgendwas machen kann. Das kann doch nicht alles gewesen sein hier. Aber wir nehmen das jetzt erstmal so. Und checken die mal noch so ein bisschen die Gegend ab. Ah, hier kann man auch lang. Schaut mal. Und dann kann man wunderbar runterfallen. Darum geht es aber, glaube ich, gar nicht. Also ums Runterfallen. Sondern es geht ja eher darum, dass man dann nämlich, wenn man hier hinten lang geht, hat man hier die Abkürzung, die ich brauchte. Die Abkürzung hier in den Tempel rein. Ich glaube, man kann diesen Tempel hier auch skippen. Also man muss den gar nicht machen. Man kann nämlich auch einfach hier hinten so runterspringen. Dementsprechend war dieser Mini-Boss da drin einfach nur optional. Was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde. So, und ihr habt mir auch geschrieben, dass ich noch eine Erinnerung habe. Wahrscheinlich die an Genichiro. Kann ich auf jeden Fall aktivieren. Ja, dafür haben wir den ja besiegt, den Ollen. Oh Gott! Boah. Alter, sind hier viele Hunde unterwegs. Oh Gott, und noch ein Gecko. Oh Gott. Leute, Leute, Leute. Fettwachsklumpen, was haben die hier bewacht? Geistesballon. Also teilweise denkt man sich, oh krass, was bewachen die hier, dass hier einfach so viele Hunde am Start sind. Und dann ist man da und merkt, oh gut, so krass war das jetzt gar nicht. Oh, schöne Aussicht wieder hier. Ja, sowas können sie halt. Die Herren und Damen von From Software. Der gute Hidetaka Miyazaki. Muss man ja sagen. Aha, da sind Ratten oben. Schaut mal. Da habe ich doch gerade schon eine Ratte gesehen. Da kümmern wir uns doch gleich drum. Wenn wir Ratten sehen, kümmern wir uns dann da drum. Es wurde ja mal auf Twitter vor einer Weile gefragt, ob es eigentlich noch Spieleentwickler gibt, denen man voll vertraut. Na jetzt gerade auch hier BioWare, die jetzt ja früher einen super guten Ruf hatten. Die letzten Games waren ja da auch nicht mehr so mega geil. Also ne, Mass Effect Andromeda eher kritisiert. Oder auch ganz kurz, jetzt oder auch das neue hier Anthem, das ja auch schon praktisch tot ist. Also sind wir ehrlich, Anthem ist nicht gerade das Spiel, auf das alle noch Bock haben. Also viele haben ja schon eher gesagt, boah, Anthem, das war ja mal wieder nix gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, From Software ist ein Entwickler, der immer noch jedes Spiel, was die gemacht haben, shit. Wartet mal.
Oh, fickt euch. Also jedes Spiel, was From Software gemacht hat. Okay, da unten sind ganz viele noch von denen. Also jedes Spiel, das From Software jetzt eigentlich gemacht hat, so in letzter Zeit. Also ich verfolge From Software ja seit Dark Souls 1. Also ich kenne jetzt natürlich auch nicht alle Games. Aber alle, die ich praktisch auch erlebt und mitbegleitet habe. Also ich bin ja wirklich auch schon... Dabei bin ich ja seit dem Release von... Also, wirklich dabei bin ich seit dem Release von Dark Souls 2. Das habe ich wirklich intensiv zum Release schon gezockt. Also, Dark Souls 1 bin ich ja ein bisschen später erst eingestiegen. Ich glaube, 2011 kam Dark Souls 1 raus für PS3, Xbox 360. Für den PC kam es 2012. Ich glaube, 2013 bin ich das erste Mal Dark Souls gespielt, weil damals noch viele gesagt haben, Dark Souls und das ist doch so hart und das ist nichts für dich und das wirst du bestimmt nicht schaffen. Spiel mal lieber nicht so. Wäre ein großer Fehler gewesen, ist nicht zu spielen. Sind wir uns einig, also... Was ist das denn da? Was ist denn für ein komisches Vieh? Ist das hier das Grauen, das die hier machen? Ja, dass die hier alle so ein bisschen böse sind, so. Oh Gott, rote Augen. Ich habe kein Feuer dabei. Oh, scheiße. Okay, das ist ja mal ein fetter Bandwurm. Wartet mal. Scheiße. Ah, kriegen wir hin. Okay, also was machen die hier mit diesen komischen Dingern? Also... Ach du Scheiße. Okay, unsterblich oder was? Okay, kann man jetzt vielleicht ein... Bist du jetzt wirklich tot oder... Nee. Okay, ja. Die scheinen hier wirklich nach sowas wie Unsterblichkeit zu streben.
Aber auf die nicht so coole Art. Eher auf die kranke Art. Ah, schaut mal, hier ist ein Geheimweg. Genau, also wie gesagt, ich bin damals eingestiegen mit... Oh Gott. Mit Dark Souls 2 so richtig in das Ganze. Und habe ja auch dementsprechend schon viel Souls gespielt. Und muss wirklich sagen, Sekiro ist mit das Schwerste. Ach du Scheiße. Ja, ganz kurz mal hier mal rennen. Um. Hey, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich will gerade einfach nur so einen Rastpoint erreichen. Hey, auf mein Schwert. Oh, hi. Na, oh, hi, Mark. Okay. Hier will ich nicht mehr sein. Da ist mir zu gefährlich. Hi, mein Name ist Yuga und ich laufe mal an dir vorbei. Ja, da lang mal gucken, was wir hier so finden. Ah ja, hier ist ein Rastpunkt. Auch mal interessant platziert, so mitten zwischen den Gegnern. So, und zwar Angriffskraft verbessern, genau. Erinnerung stellen, Genichiro. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf, sie sich wieder zu vergegenwärtigen. Genichiro Ashina wurde als Bürgerlicher geboren. Nach dem Tod seiner Mutter nahmen die Ashina ihn auf. Da sein Land kurz vor der Zerstörung stand, wandte er sich heretischen Techniken zu und meisterte den Blitz von Tomoe. Vielleicht ist Heresie der Schlüssel zur Rettung. So, Angriffskraft erhöht. Und jetzt sind wir hier... Auf jeden Fall. Wow. Okay, also auf jeden Fall haben wir hier diese ekligen Dinger. Affen. Eines der Paneele ist leer. Der Affe macht einen lila Pups. Glocke der Hallen der Illusion. Eine fünfstrahlige Glocke aus veralterter Bronze, mehrfach anwendbar. Wenn sie erklingt, kehren Affen und Wölfe in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Ein im Wandschirm gefangener Affe kann durch den Klang der Glocke nicht entkommen. Okay, das ist ein Boss.
Also scheint ein Bosskampf hier zu sein. Jetzt sollte man die Glocke dann hinzufügen, oder? Okay. Ich meine, das soll ja auch irgendwo noch ein Boss sein. Wir sprechen mal mit dem Dude da, oder? Was der dazu zu sagen hat, was hier gerade passiert. Und noch jemand, der sich in den Hallen der Illusion verirrt hat? Ich denke, ihr seid auf einer Mission und wollt diesen Ort verlassen. Ja. Dann müsst ihr die Affen besiegen, die auf den Tafeln beim Eingang der Halle abgebildet sind. Ist das geschehen, wird die Stimme des göttlichen Kindes zu euch sprechen. Der Affe im violetten Kimono ist der sehende Affe. Er hat ausgezeichnete Augen, sieht auf große Distanz und ist sehr wachsam. Wenn er euch erblickt, rennt er sofort weg. Er ist sehr scheu. Der Affe im orangenen Kimono ist der sprechende Affe. Er kann zwar weder besonders gut sehen oder hören, aber er macht ein Riesengezeter, wenn er eine Gefahr sieht, sodass alle anderen Affen wegrennen. Vielleicht spielt er aber auch nur gerne mit Menschen. Der Affe im grünen Kimono ist der hörende Affe. Er hat ein ausgezeichnetes Gehör, hört über große Distanz und ist sehr wachsam. Er rennt grundsätzlich weg, wenn er euch näher kommen hört, was es schwer macht, an ihn heranzukommen. Er ist sehr scheu. Ich möchte die Hallen der Illusion nicht verlassen. In der Regel ist es hier sehr ruhig. Also ist sie auf ihre Art dem Nirvana nah. Zumindest empfinde ich es so. Ach ja, übrigens, es gab schon mal jemanden wie euch, der auf einer Mission war. Ich glaube, er hat die Affen eine Weile verfolgt, aber letztendlich kehrte hier wieder Ruhe ein. Ich bete, dass es euch glückt. Okay, also was ich mir jetzt denken kann, ist, dass die Affen alle verschiedene Techniken erfordern, um sie zu besiegen. Ne, man muss aus dem Verborgenen arbeiten, man darf nicht zu laut sein. Also die Affen haben wahrscheinlich verschiedenste Merkmale, also hat er auch schon gesagt, ne? Der eine sieht gut, der andere hört gut. Da hinten ist zum Beispiel einer. Die Glocke ist ohrenbetäubend, wenn du sie leichtfertig läutest, schadet das deinem Gehör. Ah, damit könnten wir den Affen mit dem guten Gehör austricksen, weil... So, da hinten. Ne, der ist natürlich sofort weg. Da hätte ich mich hier von oben so ranarbeiten können.
Also hier hinten so lang zum Beispiel. Dann hier so hoch. Dann hätte ich den hier so mir nehmen können. Lass mal die Glocke läuten. Um die wieder alle mal so auf Kurs zu bringen, also auf Standard. Okay, das war jetzt ja einfach. So, weil da unten war nämlich noch der andere. Da, seht ihr. Okay, der ist nämlich da unten rein. Ist jetzt da aber schon wieder rausgerannt. Okay, Leute, das kann jetzt hier echt noch eine Weile dauern. Deswegen lass uns mal ein kurzes Päuschen machen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge hier mit den Wandschirmaffen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ob wir das hinkriegen, wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und gehabt euch wohl. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. BB, euer Hyuga.